Herr Dr. Eberhardt, ich möchte mit Ihnen heute über ein besonderes Thema sprechen, das etwas abseits Ihres Fachgebietes liegt, aber für das Sie aufgrund Ihrer profunden Kenntnisse über Nahtoderfahrungen dennoch ein sehr geeigneter Gesprächspartner sind. Es geht um den Zusammenhang zwischen Nahtoderfahrungen und Quantenphysik. Allgemein wird die Quantenphysik ja sehr oft zitiert, wenn es um paranormale Erfahrungen geht oder noch allgemeiner gesagt um ein idealistisches Weltverständnis. Und manchmal hat man so den Eindruck, dass es schon allzu sehr quantelt, dass also die Quantenphysik immer wieder und oft auch nicht ganz zu Recht als Erklärungsmodell bemüht wird. Wie sehen Sie den Stellenwert der Quantenphysik für die Nahtodforschung, für die Sterbeforschung? Hat sie darin überhaupt eine Bedeutung? Ja, ich muss da eigentlich schon mit einer Unklarheit beginnen, die bleiben wird. Das ganze Interview wahrscheinlich kann das überhaupt nicht beantworten. Und es ist wahrscheinlich generell schwierig zu beantworten. Eine Grundannahme, die häufig gemacht wird, wieso das überhaupt in Verbindung gebracht wird, Quantenphysik und andere, sag mal, paranormale Phänomene, hat wahrscheinlich am meisten damit zu tun, dass wir es am Rande der Physik sozusagen auch mit praktisch paranormalen Phänomenen zu tun haben. Da verlässt eigentlich etwas unsere Raumzeitvorstellung. Und etwas Ähnliches geschieht eben bei paranormalen Phänomenen, nicht nur Nahtoderfahrungen. Und da ist man versucht, das zu mischen oder das irgendwie heranzuziehen, auch vielleicht als Brücke zwischen, sag mal, einer anderen Dimension. Aber das bleibt recht spekulativ. Ganz konkret, welche Ansätze bietet die Quantenphysik aus Ihrer Sicht, die man mit paranormalen Phänomenen assoziieren könnte? Ja, schwierige Frage weiterhin, aber vielleicht muss ich da mal fast etwas ausholen. Was ist denn überhaupt die Quantenphysik, dass man das versteht? Was verführt uns Menschen zu überhaupt solchen Annahmen? Das ganz kurz, es ist so, dass als Anfangsjahrhundert, also Anfang letztes Jahrhundert, als Niels Bohr, dieser dänische Physiker, das Atommodell präsentierte, da war das etwas, das für uns gut einzuordnen war. Dass er dieses Modell, dass wir dann Kern haben, festen Kern, Protonen und Neutronen drin, und die wiederum ziehen durch ihre Ladung, jetzt nicht durch ihre Schwerkraft, die ziehen durch ihre Ladung, diese kleinsten, ganz in weiter Entfernung kreisenden Elektronen an. Und da haben wir so etwas, das wir kennen aus dem Planetenmodell. Wir haben die Sonne, die zieht mit ihrer Schwerkraft die Planeten an, die wiederum nicht wegfliegen, weil die eben angezogen werden, aber eigentlich auf einer Bahn sind, wo sie da rausfliegen müssten. Aber das ist in sich stabil. Und dieses Modell war sehr gut an sich, oder, für uns. Als Materie sehr gut vorstellbar. Genau, sehr gut vorstellbar. Und das ging ja nicht lange. Da war eigentlich, nachdem Bohr da seinen Nobelpreis bekam, ging es nur noch ein paar Jahre. Und da kam fast ein gleichaltriger Landsmann von Ihnen, Erwin Schrödinger, und auch Heisenberg, ein Deutscher, eigentlich aus verschiedenen Richtungen, noch andere. Und die haben dann diese Quantenmechanik, wie sie damals hieß, eigentlich auf die Bühne gebracht. Und die war komplett anders. Also da fiel dieses Modell eigentlich in sich zusammen, weil was vorher, sage ich mal, fixe Materie, fixe Bahnen war, wurde jetzt völlig aufgelöst. Also die Elektronen, wie man sie jetzt heute sieht, anhand dieser Theorie, die sich ja durchgesetzt hat, eigentlich die Quantentheorie in der heute, die Quantenphysik, da werden diese Elektronen eigentlich eine mathematische Formel, und zwar eine Wahrscheinlichkeit, eine Welle, so die mit Amplitude, mit Frequenz, und die ist dreidimensional. Also da haben wir sozusagen jetzt kein Teilchen mehr, sondern das Elektron ist sozusagen eine Wolke, eben eine Welle, und die kann die Form ändern, sehr rasch, also die ist auch nicht stationär, die kann so ballonartig werden, die kann tellerförmig werden oder so kugelig sich spiegeln, häufig symmetrisch. Oder sie kann das noch verrückter, oder? Sie kann diese Einheiten und diese Zustände sogar gleichzeitig einnehmen. Und jetzt, was da fast schon eben paranormal ist, was man eigentlich auch nicht ganz so versteht, ist nicht nur diese Nichtlokalität, wie man sie nennt, dass man gar nicht mehr weiß, ist einfach Wahrscheinlichkeit, wo dieses Teilchen ist, sondern wenn man, und da habe ich keine Ahnung davon, ich zitiere noch eigentlich, wenn man offenbar dieses Teilchen messen will,
dann kollabiert diese Wolke kurz zu einem Ort und dann taucht dieses Elektron eben wirklich dann irgendwo auf, aber völlig zufällig. Und wird dann halt wieder zu dieser mathematischen Formel. Also das ist so diese Wellen-Teilchen-Dualität und Doppelfunktion. Wenn man es beobachtet, taucht es wo auf und dazwischen, aber zwischen Beobachtungen ist es diese Amplitude, Wellenform, Frequenz, also diese mathematische Verteilung. Und das ist ja schon eben für uns nicht mehr richtig nachvollziehbar. Aber das kommt noch fast verrückter. Es gibt in der Quantenphysik eben auch so verschränkte Teile, wie man sie nennt. Auch das etwas, was nicht ich kenne, was ich nur angelesen habe, was doch immer wieder das Thema ist, dass eben Teilchen, die sind ja sehr, sehr nahe beieinander, sehr klein, die können so eine Drehung, Spin haben und die sind wie verschränkt. Also wenn dann ein Teilchen diesen Spin, das sieht man übrigens bei den Emerys, die wir viel brauchen in der Medizin, die basieren auf diesem Spin, entweder rechts oder links, sage ich mal. Und wenn jetzt eben so ein Teilchen, das verschränkt ist, seinen Spin dreht, seine Drehung ändert, dann wechselt der andere auch. Und das Verrückte offenbar in der Physik ist, dass diese Verschränkung schneller als Licht kommunizierbar ist. Also wenn dieses Teil, ist das sofort der Fall, obwohl die Distanz damit eben schneller offenbar überbrückt wird, als das Licht, das offenbar die Lichtgeschwindigkeit das zulassen würde. Wieder also etwas, und das war, glaube ich, für die Physiker wahrscheinlich noch der größere Schock, weil das ist nicht mehr vereinbar mit der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein. Und deshalb hat es Einstein, soviel ich weiß, auch nicht geglaubt. Er nannte das spukhafte Fernwirkung. Also da ist in die Physik etwas hineingetreten, das die Physik bis heute nicht gelöst hat und sie auf ganz hohem Niveau eben beschäftigen muss. Was haben denn Phänomene wie die Nichtlokalität oder das instantane Reagieren von verschränkten Teilchen, wie sie eben in der Welt des Allerkleinsten auftreten, mit paranormalen Phänomenen zu tun? Welche Verbindung sehen Sie da? Eigentlich nimmt man ja da nur gewisse Verbindungen an, weil man kann sie nicht nachweisen. Und auffallend ist da, und deshalb wahrscheinlich auch wird diese Verbindung so häufig benutzt, sind da Parallelen einfach. Also man kann da Parallelen ziehen, sage ich mal, wenn wir auf der Welt der kleinsten Teilchen diese Nichtlokalität kennen, dann gibt das beispielsweise bei NATO-Erfahrungen, wo ich mich jetzt, sage ich mal, besser auskenne, das schon auch. Also dass sehr viele eigentlich zum Beispiel nur mit Gedanken ihre Bewegung steuern können und dann da keine Distanz mehr erleben, die zeitlich irgendwie gebunden ist. Also wenn man will, dann ist man drüben auf einem anderen Kontinent und zwar instant, sofort. Oder da haben wir eine gewisse Parallele beispielsweise auch, also das wäre die Lokalität, oder auch eine gewisse Parallelität mit der Auflösung der Zeit. Also dass NATO und Erfahrung immer wieder davon sprechen, dass die Zeit wie entweder nicht mehr existiert oder nachweisbar auch ein Erlebnis von unglaublicher, sag ich mal, Länge und Dichte und Intensität gemacht wird, wofür wir, sag ich mal, nach unserem Hirn vielleicht Wochen benötigen würden und das aber in einem kurzen Moment eines Unfalls, ein, zwei Sekunden, eigentlich stattgefunden haben muss, wo das Gehirn an sich vollkommen überfordert wäre. Also so eine Zeitausdehnung und so was Aushebelung der Zeit, das ist dann auch wieder so schon so eine Parallele. Oder auch können auch Parallele heranziehen, diese Doppelfunktion, Wellen-Teilchen-Funktion, da sehe ich eine gewisse Parallele zu dem, was NATO-Erfahrene erleben, wenn es um ihren Körper geht. Da gibt es NATO-Erfahrene, die sagen ganz klar, ich hatte auch einen Körper, ich hatte Hände, Füße, ich konnte auch Sachen berühren. Wiederum gibt es andere, die sind genau am anderen Ende, das sind so eine Art Wolke, so etwas Unbestimmtes, und dann andere, die sind da wie genauso dazwischen, manchmal war ich das, manchmal das. Also auch so eine Art Unschärfe, oder? Die da stattfindet. Und das, beides ist ja an sich paranormal und beides hat gewisse, in ihren Strukturen gewisse Parallelen. Ob da aber überhaupt dann eine Kausalität besteht, das ist natürlich offen. Aber auffallend ist es schon. Das heißt, es gibt deutliche Parallelen zwischen Bewusstseinsphänomenen und Quantenphänomenen, aber es bleibt unklar, ob es Zusammenhänge gibt. Mhm. Also man hat ja schon das Recht, darüber nachzudenken, finde ich. Man darf das nicht verbieten. Das ist vielleicht manchmal das Problem, dass man
nicht mal das zulässt. Also da war vor etwa 2 Jahren auch in dem Journal of Near Death Studies gab es einen Artikel von 2 Quantenphysikern mit verrücktem Namen. Der eine hieß Malok Zernov und der andere Morkzowski, so wenn das stimmt. So. Und die haben genau das kritisiert und haben dann gesagt, ja, schaut, das ist diese Quantenphysik ist nur das ganz, ganz Kleine und ihr könnt keine Annahmen machen, dass das damit mit der makroskopischen großen Welt auch zusammenhängt. Und einen wichtigen Punkt, den sie auch darauf hinweisen, dass soweit, es gibt so ein Theorem in der Quantenphysik und das besagt, dass eigentlich keine Information übertragen werden kann mit diesen beispielsweise Wellenteilchenfunktionen, weil wenn man das Teilchen bestimmen will, dann ist das reiner Zufall, wo es dann liegt, offenbar. Das gibt so ein Theorem. Und das, aber gut, eben, ich glaube, das ist wirklich sehr hypothetisch, aber die sind deshalb eben damit so auf dem Postulat, bleibt auf dem Boden, ihr macht da Verbindungen, die es an sich so vielleicht gar nicht gibt. Aber. Was sind die Konsequenzen daraus? Geht es darum, vorsichtiger damit zu sein, Zusammenhänge zwischen der Welt der Atome und der geistigen Innenwelt herzustellen? Zu konstruieren? Ja, etwas, was uns halt enorm beschäftigt und was einfach nicht gelöst ist, und das betrifft eigentlich die Physik, aber auch das Bewusstsein, ist so eine Art die Brücke. Sag mal, in der Physik ist das eine Brücke zwischen der Quantentheorie und der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein, der Gravitationstheorie, die sind nicht vereinbar. Und was das Bewusstsein anbelangt, haben wir diese Materie, das Hirn, und wir haben Bewusstsein. Und die sind auch schwer an sich vereinbar. Also wir können nicht erklären materiell, weshalb so etwas wie Bewusstsein aus Materie emergiert. Und wir wissen aber auch nicht, wenn wir Bewusstsein als Immaterielles annehmen, haben wir keine Ahnung, wie das mit der Materie interagieren soll. Also wir brauchen da irgendwie in beiden Fällen eine Brücke. Weil vielleicht nochmal, um kurz zurückzukommen auf das Grundproblem in der Physik, das dort sich wirklich konkret auswirkt, da haben wir diese Welt, wie wir sie kennen, neben jener, die der Gravitation, der allgemeinen Relativitätstheorie, da ist sozusagen Kausalität, Ursache, Wirkung ganz entscheidend und auch Zeit und Ort, diese Lokalität, die Kontinuität, die sind enorm entscheidend. Und bei der Quantenphysik ist das genau das Gegenteil der Fall. Also da haben wir jetzt eben nicht mehr eine Lokalität, sondern eine Nicht-Lokalität, oder? Und es gibt keine Kausalität, keine Ursache, Wirkung, sondern nur noch so Wahrscheinlichkeiten. Und das ist ja nicht vereinbar, das ist nicht gelöst. Das braucht da eine Brücke. Und eigentlich alle, sage ich mal, ganz, ganz klugen Physiker, die sich um dieses Weltenproblem vielleicht oder die sich damit beschäftigen, die kommen nicht aus ohne höhere Dimensionen. Also dieses gibt die Stringtheorie, Multiversentheorie oder welche mir intuitiv fast am meisten zusagt, ist die Quantenfeldtheorie von Burkhard Heim. Und alle diese, es gibt noch mehr, alle diese Supertheorien, die diese Gravitationstheorie und die Quantentheorie zusammenfassen will, die brauchen nicht nur eine, die brauchen höhere Dimensionen, mehrere, oder? Und in diesen höheren Dimensionen kommen dann auch Dimensionen mit Bewusstsein vor. Und dass das so ist, dass eigentlich die Physik selber das braucht, damit sie irgendwie auch wieder zusammenfindet und funktioniert, das ist schon sehr faszinierend, weil das gibt uns wiederum, also denke ich jetzt auch, wenn es um die Erklärung geht, eben diese Brücke, Bewusstsein, Materie, braucht es da eben auch so eine Art Dimension, die das irgendwie in Verbindung bringt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass beispielsweise so eine höhere Dimension, wo auch Bewusstsein drin ist, wiederum über eine feinere Dimension wie die Quantenphysik funktioniert und dann eben halt auch auf das Makroskopische Einfluss nimmt, also dass wir das dann so die Brücke finden. Aber das ist halt wirklich extrem spekulativ und ich überlasse das Leuten, die das überhaupt irgendwie überhaupt gedanklich nachvollziehen können. Alles in allem, Quantenphysik und Nahtoderfahrungen, gibt es da einen Zusammenhang? Was ist Ihr Resümee? Durchaus denkbar, aber gar nicht so wichtig, das zu wissen, denke ich. Also das ist ja auch interessant, wenn man die NATO-Erfahrenen fragt, die sind ja eigentlich
an so Antworten, so Theorien, das ist für die nicht bedeutsam. Die haben die Erfahrung, die sind absolut überzeugt und wie das funktioniert, ist dann nicht mal so bedeutsam, wie viele von uns verstehen, weshalb wir sehen, oder? Und trotzdem genießen wir das Sehen. Es braucht nicht unbedingt eine Erklärung. Das ist mal das eine, auch für mich ist das nicht groß relevant. Ich finde es hoch faszinierend, aber ich kann das dann auch rasch zur Seite legen. Und ich würde auch warnen vor zu viel eben Quanteln, wie Sie sagen, zu viel Benutzung und auch vielleicht Fixierung darauf, solange das so spekulativ bleibt, solange diese Welt auch so weit auseinander liegt zwischen dem, was wir erleben und dieser mikro, absoluten, kleinsten Welt und solange es auch so nur ganz kluge Köpfe braucht, die das überhaupt verstehen. Und dann, das bringt halt schon auch eine gewisse Gefahr mit sich. Und das wiederum bringt dann vielleicht eben so Sachen wie NATO-Erfahrung in Verruf, oder? Weil wenn man dann da wirklich, sage ich mal, Verbindungen mal herstellt, die einfach zu spekulativ sind, dann kann das durchaus sich schädlich auswirken oder von Quantenheilung sprechen oder so. Also wer will das irgendwie schon einordnen, oder? Also das finde ich eigentlich dann eher schon schädlich und davor würde ich wirklich abraten, da eigentlich diese NATO-Erfahrung überhaupt in eine Verbindung zu bringen mit der Quantenphysik, eben vielleicht abgesehen von diesen Parallelen, die man da ziehen kann. Aber das ist an sich, für mich ist das Einzige und ist faszinierend, aber mehr können wir darüber nicht sagen. Herr Dr. Eberhardt, vielen herzlichen Dank für Ihre differenzierte Sicht zu diesem Thema. Ich denke, bietet auch viele Anregungen zum Nachdenken. Herzlichen Dank für das Gespräch. Mhm.